Hiermit wieder Halle. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Yooka-Laylee. Und wir sind hier stehen geblieben in der Overworld. Und hier unten waren wir beispielsweise noch nicht. Ja, ich weiß nicht, ob es hier irgendetwas Spezielles gibt. Anscheinend nicht. Wir haben letzten Part hier noch, wir waren im Eisschloss, haben dort leider nicht alles machen können. Moment, der... egal. Wir konnten ja noch nicht alles machen, weil nicht alles... weil ich nicht weiß, wie man das hinkriegt. Und hier waren wir beispielsweise auch noch nicht, wenn wir überhaupt... Oh, wir brauchen Honig, wenn wir überhaupt hinkommen, mein ich. Und darum ist vermutlich dieses Honig dort... wo war das? Hier? Hier hinten irgendwo? So. So, diese Überwachungsbots nerven sie ja. Jawoll. Oh, eine Pidgey. Ich hätte jetzt irgendwie einen Eingang für ein anderes Level vorstellen können. Aber das ist natürlich genauso gut. Ja, und bevor wir hier durchgehen, gehen wir noch an einen anderen Ort hin. Und zwar hoffe ich, dass es bei diesem Spielstand genau dasselbe ist. Sollte ja. Und zwar Travel. Oder wie hieß er? Travet. Diese Schlange da, die uns Fähigkeiten verkauft, ist jetzt in diesem Archiv. Kann man finden. Und ich wollte mit ihm noch reden. Genau. Hier nämlich. Und als ich das erste Mal hier war, habe ich ihn entweder übersehen oder er war noch nicht hier. Genau. Psst. Hier drüben. Hey, Trovert. Was? Keucherst du dann in den zwielichtigen Ecke? Ich habe ein weiteres Gratis-Manöver für euch. Aber das hier müsst informationell gehandelt werden. Dieses nächsten Trick habe ich von einem weisen Großmeister gelernt. Oh, das klingt beeindruckend. Worum geht es denn? Mit der alten altergebrachten Kumpelblase-Technik kann man die Kräfte des Ozeans meistern und unter Wasser gehen. Endlich mal etwas Brauchbares. Wir kriegen endlich mal etwas Brauchbares. Und wie kriegt wir diese Kräfte in den Griff, Bums Junge? Hole zuerst tief Luft, wenn's du dann unter Wasser bist. Drücke RT und um dein Atem als Heißwasserblase rauszulassen. Gibt's etwas, ist ein geschäftliches, weniger verpönige Methode, um unter Wasser zu gehen? Trovets? Nein, zumindest nicht umsonst. Du kannst den neuen Technik in dem Aquarium dort drüben ausprobieren. Ja, das nützt uns
natürlich viel weiter, weil wir hier noch einen Schalter haben. Also RT. Ein Geheimraum. Nicht schlecht. Okay, RT wieder drücken und das aufzuheben. Also in Welt 1 können wir das natürlich auch noch gut gebrauchen. So, wo führt dieser Geheimweg wohl hin? Wasserwerk. Okay. Was ist das für ein komisches Ding dort? Okay. Okay, hier kommen wir nicht hoch und es gibt irgend so komische Kürbisse. Naja. Ich glaube eventuell, dass uns hier noch eine Fähigkeit. Fähigkeit fehlt. Okay. Praktischer Trick. Naja, eine Pitche mehr. Ist das super. Aber sonst können wir vermutlich nicht so viel ausrichten hier. Ja. Gibt es sonst noch irgendwo welche Orte, wo wir diese Technik gebrauchen können? Außer in Welt 1 können wir jetzt nicht so in Sinn. Aber wir gehen jetzt weiter und schauen uns, wo das andere hinführt. Sehr wahrscheinlich zu Welt 3. Vielleicht gibt es wieder so ein Schnellquiz. Ach, geh doch weg. Ja. Oh.
Das ist ja Welt 1. So, aufwachen bitte. Okay. Okay. Wo kommt man denn zu Welt 3? Interessant. Ist das doch der andere Ort? Also hier gibt es ja auch so eine Türe, aber wir müssen von der anderen Seite dort hier hinkommen. Und sonst fällt mir jetzt nichts ein. Ja. Hier gibt es ja nur diese... Ach, hier sind Bücher. Okay. Okay, sonst mache ich das so. Und zwar werde ich hier einen Cut machen. Und wir sehen uns später in Welt 1 wieder. Weil ich muss ja das anders aufnehmen, sonst gibt es wieder diese Grafikfehler. Ja. Also, bis später. So. Wir sind zurück in Welt 1. Ja, bei mir ist jetzt wieder ein Tag vergangen, aber für euch ist es kurz einen Moment später. Also so eine Sekunde oder so, ja. Und was ich vergessen habe zu sagen, ich wünsche euch noch frohe Ostern und so. Auch wenn bei euch das schon lange vorbei sein wird, so etwa Mittwoch. Kommt diese Folge, also in einer Woche, in Mittwoch. Bei mir ist es schon wieder ein Tag später, also ich habe heute Ostermontag. Ja, und zwar wollen wir die Geister alle holen, um noch eine PG zu bekommen. Und es gibt noch einen versteckten Ort. Und hier gibt es momentan gerade keines. Müssen wir machen, dass diese Bahn heißig ist. Ja, hier war noch ein Geist. Den habe ich ja noch nicht. Muss ich dann anschauen. Ja, gibt es keine. Hier, ja, den blauen. Den Moment muss man ja immer betäuben. Genau. Und uns fehlen hier noch 7 Pechi. Und noch 17 Federn. Wo diese 17 Federn sind, weiß ich leider noch nicht. Auch nicht diese 7 Pechis. So, hier ist der immer. Ah! Das hat noch gereicht. Ich habe schon gedacht, oh nein, schon wieder weg. Aber es ging ja noch. So, der andere Geist war... Ah ja, wir können einfach zum... Nimble? Nimble? Wie hieß er? Egal. Zum Männchen. Zu der männlichen Wolke. Falsche Richtung. Glaube ich jedenfalls. Weit, wo werden diese Pflanzen? Diese Blumen, meine ich. Immer noch da irgendwo. Ja, das sieht danach aus.
Wir haben ja eine Tür freigeschalten, um dahin zu kommen. Was wir eventuell auch machen könnten, ist jetzt hier nach unten zu kommen. Wir haben ja diesen Trick gelernt mit dieser Blase. Geht das auf Zeit? Nicht, oder? Also ich mach's mal auf. Aber wir gehen dann später dahin. Ich werde auch das Rennen nochmal versuchen. Ich werde es dann hineinschneiden. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich diesen Part machen will. Oder wie lange dieser Part werden wird. Wenn es zu lang wird, werde ich einfach einen zweiten Part machen. Aber ich möchte ja gerne auch dann später in Welt 3 gehen. Wobei wir diese noch suchen müssen, wo sie denn genau ist. Aber sie wird sehr wahrscheinlich dort, wo ich gedacht habe, ah, da komme ich eh nicht weiter. Da brauche ich noch irgendeine Fähigkeit. Die war wohl dort. Nimbo. Das ewig getragen. So. Genau. Und wir haben noch einen versteckten Ort, den wir finden können. Aber zuerst gefrieren wir hier mal alles. Und holen danach den Geist noch. Oh, ich hätte auch von unten schießen können. Ja, wir gehen zuerst dann zum Verstecken dort und werden dann das Rennen nochmal versuchen. Und ich hoffe, ich schaffe es. Ich werde es hineinschneiden, wenn es zu lange geht. Oh. Also, Geist. So, eine Pitch mehr. Fehlen noch 6. Wobei wir bald eine wieder haben werden. Oh. Grüße, Phil. Ich springe immer gern von hohen Plattformen hinunter. So, und zwar gibt es an einem Ort ein geheimes Versteck. Wobei das so geheim ist es eigentlich gar nicht. Es fällt einem jedenfalls nur auf, wenn man diese Strecke, wenn es gefroren ist, hindurchläuft. Oder so wie ich hindurch wollte. Und zwar hier. Man hört schon alles, ja gut. Ja, hier ist eine Pidgey. Oh, hier gibt es auch noch Federn. Und, was hast du? Und wie kriegen wir die jetzt? Okay, ich habe eine Idee. Und zwar reden wir mit den Rittern. Mit all den Rittern und kommen nochmal hier hin. Falls das nicht die Lösung ist, werde ich das entweder in Zeitraffen machen oder hier cutten. Und wir sehen uns dann beim Rennen wieder.
So, wir dann. Ah ja. Bla bla bla, Mampf, 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 bla bla bla. Ja, ja. Mampf, Mampf. Okay, Mampf, Mampf. Kein Problem. Mampf, Mampf. Hier nicht. So, der zweite ist ja beim Wasser. Ich hoffe, das ist die Lösung mit diesen zu reden. Wobei, es heißt immer, es gibt vier von diesen. Habe ich mal gehört oder gelesen irgendwo. Und wir haben ja nur drei immer gefunden, also bis zu diesem. Der behauptet, er sei kein Ritter. Nein, nein, ich bin kein Ritter. Was? Ach, Schatz? Also. Okay, ich versuche es noch einmal. Dort, wo die Weltrampe sich biegt, erkunde die Gruft, die darunter liegt. Bah. Naja. Ich glaube nicht, dass wir die Lösung schon gerade haben. Aber es könnte dieser Schatz sein, von dem immer die Rede ist. Jawohl. Naja, andere Möglichkeit gibt es natürlich, dass dort, wo wir tauchen können, weil dort könnte es eine Gruft geben, dass dort dieser Ritter noch sei. Rampus, Schatzkammer. Oh, wie es aussieht. Stimmt es doch. Und jetzt weiß ich auch dieses Rätsel. Wer hat ein Pferd? Also bei dem Quiz. Ist es eine Sie? Hm? Es gehört mir. Alles gehört mir. Lady Lippuls kriegt heute Abend Steaks und haben Hummer. Hallo. Wir wurden von den anderen Ritter von Hamelot hergeleitet. Wir sind hier, um unseren Schatz einzusammeln. Also her damit. Welchen Schatz? Etwa den hier? Der ist gefälscht. Von vorne bis hin. Alles nur Holz. Zerskovsalo war überzeugt, dass hier ein Page finden würden. Ach, das alte Ding, das Stück Papier mit dem albernen Grinsen. Nehmt, was ihr tragen könnt, Leute. Mir bedeutet es nichts. Oh. Wie ich doch wusste, dass es mit den Ritter irgendetwas auf sich hat. Also diese Peitsche hier. Gut. Eine Peitsche mehr. Es geht ja heute sehr gut voran. Naja. Mit der zweiten Hälfte. So, komm. Die Brücke ist. Oh, einen weiter. Glaube ich.
Schule. Da. Genau. Oh, jetzt brauche ich noch natürlich genügend Energie. Ich weiß nicht, ob die sich einfach so auffüllt. Jawohl, jetzt haben wir das. Oh, habe ich hier eingestellt. Wegen der Energie. Ich hoffe doch. Beim Tonikum da. Ist es eigentlich ein Kühlschrank? Oder eine Kühlbox? Na komm zurück. Jawohl. Gut. So, dann hoffe ich, dass ich euch ein faszinierendes Rennen mit Sieg zeigen kann. Natürlich werden wir. Wir haben doch keine Angst. Wir werden es schaffen. Heute. Kein Problem. Ukulele. Wir sind das beste Team. Oh, wir schaffen es. Noch einen. Jawohl! Beim ersten Anlauf. Dieses Mal. Aber das war schon. Das war schon weg der Energieleiste. Weil wir jetzt zwei Erweiterungen gefunden haben. Oder Stricker. Energiestricker heißen sie ja. Ich bin beeindruckt. Ihr habt gewonnen. So läuft das, Nimble. Gut gemacht. Hier ist euer Papier-Goldmedaille. Ich hoffe, ihr wisst sie zu schätzen. Durchaus. Wir werden sie bald für mehr Welten ausgeben. Ja, und immer dieses Plop. So. Oh, bei mir sind es jetzt 17 Minuten? Naja. Wir müssen wieder zur Wolke. Und die war... Da, genau. Also sehr wahrscheinlich gibt es ja zwei Part, aber das werdet ihr ja schon gesehen haben. Aus dem Grund wird es sehr wahrscheinlich auch keine Begrüßung geben. Aber das ist ja egal. So, wir brauchen Feuer. Genau, so, Feuer. Die Auszündung lief direkt um mich durch. Okay, jetzt geht es zu Wasser. Och, brauchen zweimal Feuer. So, was? Hä? Okay. Thank you.
Fähigstecke in diesen Dauerbewegung fest. Kann mal bitte jemand all diese Blasen abstellen? Aha. Oh, hier gibt's noch. Oh. Ein Schalter. Was passiert jetzt? Oh, sehr gut. Hoffe ich jedenfalls. Und die zerplatzt bald. Wo ist die jetzt? Sehr gut. Ist das alles, was man hier finden kann? Na dann. Da gibt es wirklich nur noch nur ein Pad. Ja. Habe ich da jetzt alles gesammelt? Anscheinend sieht so aus. Keine weiteren Federn. Na dann. Dann schwimmen wir hoch. Das sollte ja jetzt reichen. Jetzt nimmt mir noch etwas Wunder, und zwar können wir machen, dass es hier, sagen wir, Hochwasser gibt. Und ob wir denn da etwas anders machen, auch noch etwas machen könnten. Oh, das ist Eis. Ich meine, sobald wir hier hinlaufen, und vor allem immer, hier sieht es immer so hell aus, wenn ich hinlaufe, wieder dunkel. Ich denke, irgendwie muss man hier einfach mit dem Wind richtig mitfliegen. Und wenn man das nicht kann, so wie ich, dann... Nee, irgendwie
frage mich wirklich, wie man dieses Rätsel hier löst. Wir haben ja endlich die Ritter alle gefunden. Denn das war für mich schon ziemlich nervig, dass wir die noch nicht alle gefunden hatten. Ja, ich denke hier an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich weiß halt immer noch nicht, wie man diese Papiere, diese Abfall hier, was er ja sagt, dieses Schild, alle bekommen kann. Ja. Also vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.